Dieser Priester, der hat mich dann im Auto mitgenommen. Er hat mich nach St. Pölten gefahren, wir sind gemeinsam im Auto gefahren. Ich bin links, rechts gesessen, er hat links gesessen, hat ein paar Familien besucht. Ich habe diese Verse gezeigt. Wie schaut es aus? Hast du das gemacht? Und also er hat dann gesagt, also er hat dann erkannt, dass er nicht drum herum kommt. Er steht so drinnen. Er kann es nicht ändern. Und was er dann gesagt hat, hat mich wirklich verblüfft. Das ist unglaublich. Hör jetzt genau zu. Das ist kein Scherz. Das ist kein Scherz. Er hat dann gesagt, er hat als Baby freiwillig geglaubt und Jesus bekannt. Und weißt du, was dann passiert ist? Ich habe dann 10 Minuten nichts mehr gesagt. Was soll ich jetzt sagen? Was willst du so einem Typen antworten? Der hat gesagt, er hat das Baby geredet. Hat er noch alle Sinne, die noch funktionieren, und ist da noch alles korrekt bei dem? Wie kann man so eine Antwort geben als Priester? Zumindest hat er erkannt, dass die Bibel das schon sagt, dass man Jesus bekennen muss und glauben muss. Das kann ein Baby nicht. Ja? Aber dann zu sagen, er hat als Baby das gemacht, ist Verrücktheit. Das gibt es nicht. Und ich habe dann mit Bibelversen durchlöchert. Er war wirklich arm in diesem Auto. Er war gefangen. Wir waren 1 Stunde lang unterwegs und wir wussten nicht mehr, was wir reden. Nicht? Und also das erinnert mich irgendwie an die muslimischen Fantasien, dass Jesus als Baby geredet hat. Und das erinnert mich das. Ja, im Koran steht ja, dass Jesus als Baby, als Säugling geredet hat. Ja. Hat vielleicht mit dem irgendwas zu tun. Ja, keine Ahnung, vielleicht verbinde ich da falsche Dinge miteinander. Aber die sagen ja genauso verrückte Dinge. Ja. Was für eine dumme Aussage. Ich wusste ja, dass Priester gerne zum Alkohol greifen. Nicht nur in ihrer Freizeit. Nicht nur in ihrer Freizeit, wo sie dann zum Heurigen gehen und sich besaufen und auf blöd tun. Nein, in der Kirche natürlich auch. Die trinken ja den meisten Wein in der Kirche. Nicht, sie lassen die anderen, ihr habt das ja gesehen, ich war ja jeden Sonntag dort, sie lassen die anderen nur ein bisschen reintüpfeln, nicht, und Wein, nicht, ein bisschen, einen kleinen Schluck, und am Ende kommt dann der Priester mit seiner Alkoholsucht und trinkt dann den gesamten Kelch aus, nicht, voller Wein und Alkohol. Ich wusste, dass das der Fall ist, dass sie Alkohol trinken, aber dass es so schlimm ist, dass sie dann solche Aussagen machen, wusste ich nicht. Das hat mich wirklich verblüfft.